Hallo, ich bin der Bruno Kramm. Ich bin bei der Piratenpartei. Ich bin momentan politischer Geschäftsführer und Bundesbeauftragter fürs Urheberrecht. Ich bin geboren im Jahre 1967 in München, habe mich schon mein ganzes Leben sehr politisch engagiert. Früher natürlich viel in meiner Jugendzeit, als ich so 16, 17 war, im Bereich Abrüstung, im Bereich Friedenspolitik, im Bereich Anti-Atomkraftwerke. War dann sehr lange mit meiner Band viel, viel unterwegs in der ganzen Welt. Das mache ich auch hauptberuflich. Ich bin Musikproduzent und Musiker mit meiner Band Das Ich. Zurzeit leider nicht so viel. Auch glücklicherweise ein Stückchen weit, da meine Tochter auf der Welt ist, jetzt seit 3 Jahren, und ich mich natürlich sehr viel meiner Tochter widmen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich wieder politisch aktiv geworden bin und deswegen dann auch die Heimat bei den Piraten gefunden habe, weil dort meine Vorstellung von Partizipation, von Teilhabe, von Freiheit und von Solidarität am basisdemokratischen umgesetzt ist. Während andere Parteien da meistens doch nur Parolen haben, haben wir wirkliche Programme dafür entwickelt. Persönlich zeichnet mich aus: Ich bin ein Mensch, der sehr projektorientiert arbeitet. Ich bin ein Teamworker, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich so wohlfühle beim Piraten, weil wir sind eine Teampartei. Wir arbeiten zusammen, wir entwickeln Programme gemeinsam. Es gibt bei uns keine Einzelgänge. Das war für mich immer wichtig. Für mich war auch im kreativen Schaffen als Musiker immer ganz, ganz wichtig, dass man Dinge zusammen macht, weil gemeinsam kann man einfach die Stärken aller mitnehmen, und es entstehen dann auch aus mir selbst ganz neue Potenziale. Und das hat mich natürlich bei der Piratenpartei besonders fasziniert. Und was mein kreatives Schaffen betrifft, ich mache nach wie vor Musik, werde es auch weiterhin tun. Ich habe mit meiner Band gut 10 Alben draußen, bin gerade dabei, auch ein neues Album zu machen, auch wenn ich nicht so wahnsinnig viel Zeit mehr dafür habe. Wir haben uns immer selber vermarktet. Von Anfang an, wir leben von unserer Musik, wir kümmern uns um die Promotion, um die Produktion, wir kümmern uns um alle Bereiche vom Artwork bis zum Vertrieb selbst und können davon wunderbar leben. Und ich glaube auch, dass wir als Band jetzt diese Erfahrung auch vielen, vielen anderen jungen Urhebern in der Zeit geben können, wo es ja immer groß heißt, die Krise der Unterhaltungsbranche. Ich glaube, es gab nie eine Zeit wie heute, wo junge Musiker die Chance haben, weltweit bekannt zu werden, und auch Urheber, egal welchen Genres, indem sie die Möglichkeiten des Netzes für sich nutzen. Ich kann erklären, warum ich diesen Hut auf habe, weil ich nämlich normalerweise auf der Bühne eine sehr, wie sagt man, exaltierte Frisur habe, nämlich 2 Hörner, und deswegen ist da alles außenrum wegrasiert, und normalerweise stelle ich mir hier 2 Hörner links und rechts auf, aber da momentan Winter ist und ich immer schnell eine Erkältung bekomme, habe ich immer den Hut auf. Politische Programmatik ist für mich ausgehend von diesem piratischen Kernthema Urheberrecht. Diese Idee des Urheberrechts, der Teilhabe, eben Dinge nicht einzuhegen, zu sagen, Kultur muss zuerst zirkulieren und dann denken wir über die Honorierung nach. Musiker neue Wege, nicht nur Musikern, Autoren jeder Art von Kreativen, neue Wege zu eröffnen. Und das ist bei der Piratenpartei besonders interessant, weil dieses Kernthema der Urheberrechtsreform eigentlich alle anderen Bereiche mit inspiriert. Das heißt zum Beispiel der Bereich der Teilhabe. Wenn wir uns Dinge anschauen, wie unsere Familienpolitik oder das bedingungslose Grundeinkommen, unsere Idee ist immer, Menschen teilhaben zu lassen. Und die Idee der Teilhabe bedeutet bei uns einfach, wir glauben an dieses Menschenbild, dass wenn wir Menschen etwas geben, von ihnen auch wiederum was zurückbekommen. Wir glauben an eine Gesellschaft, wo wir Menschen versuchen zu aktivieren, ihre eigenen Potenziale zu entdecken, aus ihrer Kreativität Neues zu schöpfen. Und das sind Dinge, die haben irgendwann mal in diesem Markenkern so einen ersten Samen gehabt, und diese Saat ist jetzt aufgegangen. Und ich glaube, dieser Samen, den wir als Piraten gepflanzt haben, der braucht bestimmt gesamtgesellschaftlich sehr lang, um reiche Früchte zu tragen. Aber dieser Moment, der kommt näher und näher, und das ist genau das, was Piratenpartei für mich ausmacht. Es gibt viele Gründe, die Piraten zu wählen. Man könnte zum Beispiel einerseits sagen, die Programme sind interessant, die wurden von der Basis gemacht und die haben auf viele, viele drängende Fragen in unserer Gesellschaft die richtigen Antworten. Wenn man die Programme nicht interessant findet, dann kann man zumindest die Piraten aus einem ganz spezifischen Grund wählen, weil wir das System verändern, weil wir endlich die basisdemokratische Teilhabe ermöglichen. Wir experimentieren mit einem neuen Betriebssystem, um Menschen
die Möglichkeit zu ergeben, direkt in die Politik einzugreifen. Deswegen haben wir auch Programme, Ideen zu Open Government, Open Data, Crowdsourcing. Wir wollen Menschen in die politischen Prozesse reinholen, damit sie mitbestimmen können. Und zu guter Letzt und als dritter Punkt, warum man Piraten wählen soll, weil die Parlamente Kontrolle brauchen. Wenn wir es nur mit 5% in die Parlamente schaffen, was nicht viel ist, dann ist zumindest ein Gremium dort in den Parlamenten, was darüber wacht, dass gewisse Dinge transparent gemacht werden, dass die Bürger sehen, was passiert, dass wir aufdecken, wo Lobbyismus stattfindet, der nicht kontrolliert ist. All diese Dinge, dafür werden Piraten gebraucht. Und ich glaube, 3 Punkte sind genug, um uns die Stimme zu geben.